Darrell Revis erschien nicht im Trainingslager der Jets, das am Sonntag begann. Revis will der bestbezahlte Cornerback der Liga werden, da ist die 1 Million, die ihm die Jets für 2010 angeboten haben, absolut indiskutabel. Er denkt an mindestens 16 Millionen Dollar pro Jahr. Sein Agent sagte der Presse, dass sie bis zuletzt an einer Einigung gearbeitet hätten. Jetzt sei es zu spät und sein Mandant wird nicht am Trainingslager teilnehmen. Für jeden Tag, den Revis streikt, muss er 16.000 Dollar Strafe an den Club zahlen. Obwohl sie mit ihren Verträgen unzufrieden sind, erschienen Wide Receiver Reggie Wayne und Defensive End Robert Mattis im Trainingslager der Colts. Wayne ist für Quarterback Peyton Manning besonders wichtig, weil die Offense zum ersten Mal, seit Manning in der NFL ist, nicht mehr von Howard Mudd und Tom Moore geleitet wird. Beide sind in den Ruhestand getreten. Da muss mit der neuen Crew an einer Abstimmung zwischen Quarterback und favorisiertem Wide Receiver gearbeitet werden. Noshon Moreno wird etwa 3 Wochen des Trainingscamps verpassen. Erst wurde befürchtet, dass der Running Back der Broncos sich einen Oberschenkelriss zugezogen hätte. Die Untersuchungen ergaben dann aber nur eine schwere Zerrung. Mit Coral Buckhalter verletzte sich noch ein weiterer Running Back der Broncos. Er verletzte sich am Rücken und wird etwa 1 Woche ausfallen. Wes Welker kann am Trainingscamp der Patriots teilnehmen. Am Sonntag nahm das Team ihn von der Liste der aktiven, nicht leistungsfähigen Spieler. Nur 8 Monate nach seinem Kreuzbandriss ist Welker noch nicht bei 100%, aber seine Rekonvaleszenz liegt weit vor dem gedachten Zeitplan. Am Montag versuchte Albert Haynesworth erneut, den Fitnesstest der Redskins zu bestehen, doch wieder schlug der Versuch fehl. Dieses Mal war es ein plötzlicher Schmerz im linken Knie, der ihn scheitern ließ. Deshalb wäre er ja nicht auf dem Trainingsplatz, sagte Head Coach Shanahan der Presse. Man müsse in einer besonderen Form sein, um trainieren zu können, und man sehe ja, dass das Knie des Defensive Tackles den Anforderungen nicht genüge. Wenn er sich anstrengen würde, die nötige Form zu erreichen, dann würde Shanahan ihn gerne mit dem Team trainieren lassen. Vorher nicht. Aaron Scoble wird in der Saison 2010 vielleicht in der NFL spielen, aber nicht für die Bills. Der Linebacker trägt sich mit dem Gedanken, in den Ruhestand zu treten. Doch das Team hat keine Lust, auf seine Entscheidung zu warten. Scoble war ein wertvoller Spieler für Buffalo, doch General Manager Buddy Nix sagte, dass der Club an die Zukunft denken müsse. Wer nicht das volle Trainingslager mitmacht, könne nicht berücksichtigt werden. Er wünschte ihm für die Zukunft alles Gute und dankte ihm für die geleisteten Dienste. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.